Hallo liebe Mover-Freunde, heute soll es um den Bau meiner Bahnsteige vom Hauptbahnhof gehen. Leider war wohl bei den Aufzeichnungen meiner Videos das Mikrofon ausgeschalten. Ich musste alles nachvertonen und wusste natürlich nicht mehr, was ich alles erzählt hatte. Daher klingt es ein wenig unnatürlich, ich hoffe aber, dass alles gut rüberkommt. Und nun viel Spaß beim Video. Hier seht ihr die Bahnsteige, die ich benutzen möchte. Diese sollen komplett von vorn bis hinten durchgehen. Jedes zweite mit Dach und die anderen ohne. Sie werden mit diesen Haltern befestigt und so kann ich sie jederzeit abnehmen und wieder draufsetzen. Dies dient auch zur Trennung der Anlage. Die Bahnsteige werden alle mit diesen Mauerplatten im Fußwegsteinmuster beklebt. Die Fußwegplatten habe ich in Streifen geschnitten in der Breite der Bahnsteige und mit Leim bestrichen und zusammengeklebt. Nach dem Aushärten wird der Rest mit einem Skalpell genau an der Kante abgeschnitten. Die Enden möchte ich wie folgt gestalten. Wie ihr sehen könnt, passen diese nicht so einfach hinein. Auch wenn ich sie kürze, muss ich sie noch an der Seite einschneiden. Und dann werden sie schräg wieder zusammengeklebt, so dass sie vorn spitz zusammenlaufen. Dadurch bleibt mir die Seitenkante erhalten, trotz runden Verlauf. Das heißt, ich muss sie davor natürlich an dieser Stelle noch kürzen, damit sie zwischen Bahnsteig und Signal passen. Danach wird das Endstück wieder mit diesen Mauerplatten beklebt und nach dem Trocknen wieder mit dem Skalpell zurechtgeschnitten. Nachdem ich die Bahnsteige zusammengebaut und mit den Pflastersteinen beklebt hatte, möchte ich nun die Treppenabgänge einbauen. Diese sollen an diese Stelle hinkommen. Ich habe mich für Treppenabgänge von der Firma Peco entschieden. Aber leider sind die Treppenabgänge viel zu breit für meine Bahnsteige, wie ihr hier sehen könnt. Sie würden zwar darauf passen, aber hier am Rand hätten die Versenker keinen Platz mehr zum Durchgehen. Daher hatte ich die Idee, ein Drittel des Abgangs zu kürzen. Und zwar genau an diesem zweiten Loch für das hintere Geländer. So kann ich es weiter nutzen. Daraufhin habe ich mit der Trennscheibe meines Dremels die Trennung vorgenommen. Und das sieht jetzt so aus. Um die Seitenwand hier so zu befestigen, muss ich die restlichen Stufen hier entfernen und dann wird es so wieder zusammengeklebt. Hier wird deutlich, dass es so viel besser passt und aussieht als vorher. Hier seht ihr nun das fertig geklebte Produkt. Wie man sieht, ist dies kaum zu erkennen. Jetzt sieht man deutlich, dass es viel schmäler ist und die Basenga haben rechts und links viel mehr Platz. Als nächstes muss ich nun ein viereckiges Loch hineinsägen und den Abgang mit den Stufen zum mittleren Träger einsetzen. Denn dort an den Träger kommen dann diese Zugfahrtsanzeigen, und zwar einer rechts und einer links, wie hier gezeigt. So sehen die Basenger beim Hochkommen die Anzeige. Als nächstes habe ich die Abgänge farblich gestaltet, und zwar die Wände weiß und den Rand grau, damit sie sich von den Pflastersteinen abheben. Derzeit sind die Abgänge auch noch herausnehmbar, da ich noch eine Vertiefung in die Anlage fräsen muss. Hier zeige ich euch die schon fertig gefräste Arbeit. Dazu hatte ich diesen Bahnsteig eingesetzt und angezeichnet. So konnte ich es genau anpassen. Wie man sieht, passt alles. Nun werde ich die drei Träger einsetzen und an den mittleren kommen die Zugabfahrtsanzeigen. Das ist meine nächste Arbeit. Dies sind die Zuganzeigen der Firma Fissmann, die ich verwenden werde.
Man kann die inneren Anzeigen tauschen gegen verschiedene Bahnsteige. Sie sind beleuchtbar, wie man an den Karten sieht. Da die Träger eine ungünstige Form für die Anzeigen haben, wie hier dargestellt, musste ich mir etwas einfallen lassen, damit ich sie gut befestigen kann. Daher habe ich mir diese Konstruktion ausgedacht, bestehend aus den originalen Haltern der Anzeige und dem Träger, den ich passend ausgefeilt habe. Da ich die Kabel hier durch das mittlere Loch führen möchte, die Widerstände und Dioden aber zu stark sind und auch nicht die Löcher für die Träger erweitern kann, werde ich die Dioden und Widerstände ab- und unterhalb wieder anlöten müssen. Das ist mein fast fertiger Bahnsteig. Gut gelungen, wie ich finde. Mit dem Aufgang und der Anzeige macht es ein gutes Gesamtbild. Hier unten drunter sieht man jetzt deutlich, wie ich die Kabel durchgeführt habe und alle Dioden sowie Widerstände wieder verlötet habe. Als nächstes werde ich die Geländer an den Treppenaufgängen befestigen. Das ist nun der fertige Treppenabgang mit dem Geländer sowie den Handläufen, die man hoffentlich deutlich erkennen kann. Und hier nochmal eine Gesamtansicht des Bahnsteiges. Und hier schon mal im eingebauten Zustand. Ich bin zufrieden. Gleich mal noch ein Test mit Personenwagen. Und dann das. Ich hätte heulen können. Jeder Wagen stößt an. Ich hatte alles mehrfach gemessen. Die Anzeigen sind innerhalb des Bahnsteiges. Und trotzdem passt es nicht. Hier habe ich alle Trägerteile entfernt, da ich mir ja was einfallen lassen musste. Ich habe mich entschieden, die zwei Anzeigen wieder voneinander zu trennen. Dann werde ich jeweils eins verwenden, um es anstatt quer längs zu verbauen. Allerdings muss ich dadurch von einem der beiden Anzeigen das Kabel zurückführen. Nachdem ich die Anzeigen getrennt habe, zeige ich euch nun, wie ich mir das vorgestellt habe. Dazu möchte ich die Anzeigen, so wie hier gezeigt, anbauen. Allerdings muss ich die Anzeige innen auf einer Seite tauschen. Vorn bleibt Bahnsteig 1 und für hinten Bahnsteig 2. Hier zeige ich euch noch kurz, wie ich den Träger mit dem Kabel zusammen eingesetzt habe. Das ist nun erneut mein zweites fertiges Projekt. Der Umstände halber finde ich, ist es dennoch gut gelungen. So, hier das erste Mal die zwei Bahnsteige komplett auf den Klipsen befestigt. Deutlich hier zu sehen die beiden Teile mit den Anzeigen und Abgängen. Bis hinten hin ist soweit alles fertig. Hier nochmal deutlich die zwei Teile von der Seite, damit ihr es besser sehen könnt. So längst gefällt es mir leider auch nicht, aber ich musste mir ja etwas einfallen lassen. An dieser Stelle möchte ich euch, wie am Anfang erklärt, zeigen, wie ich die Enden gestaltet habe. Wie erwähnt, habe ich sie hier schräg eingesägt und verklebt. Und wie man hier sieht, passt es perfekt neben den Abzweig. Nun muss ich nur wieder die Pflastersteintappe auf das Teil kleben. Wenn es ausgehärtet ist, wird es wieder mit dem Skalpell an den überstehenden Material abgeschnitten. Als letztes möchte ich euch noch zeigen, wie ich das fertige Produkt aufgeklebt habe, da ich ja dafür keine Klipse habe. Da das Ganze etwas langweilig werden würde, wenn ich euch jetzt zeige, wie ich den Kleber punktweise auftrage, habe ich es an dieser Stelle gekürzt. Nachdem ich den Kleber aufgetragen hatte, kommt es nun mit der offenen Seite zum Bahnsteig. Dazu wird es angelegt und ausgerichtet und mit leichtem Druck fixiert. Damit es über Nacht austrocknen kann, und ordentlich Halt hat, habe ich mich entschieden, einen Hammer als Gewicht aufzusetzen. Hier musste ich nochmal leicht korrigieren, aber dann
hatte ich es soweit. Abschließend habe ich die Deko-Artikel der Bahnsteige zusammengebaut und mit Aufklebern versehen. Hier seht ihr die Werbe- und Fahrplantafeln. Des Weiteren habe ich die vier Kioske zusammengebaut und mit den Aufklebern beklebt. In diesem Zuge habe ich meinen Nebenbahnsteig gleich mit dekoriert. Er hat einen Ortsnamen Osterburken bekommen und unter dem Wartehäuschen zwei Bänke mit Werbung sowie zwei Fahrplantafeln. Es gab noch weitere Bänke auf dem ganzen Bahnsteig und in der Mitte einmal einen großen Ortsnamen und weitere Deko. Nebenbei habe ich noch diese E-Kern und Gepäckwagen zusammengebaut und mit ganz, ganz viel Ladegut bestückt. So, meine Freunde, ab hier hatte ich dann das Mikrofon wieder an. Jetzt kann ich euch das Resultat zeigen, denn hier sind schon die Spitzen komplett dran. Der größte Teil der Deko ist schon da. Es fehlen natürlich noch ein paar Sänger, die kommen später. Diese kleinen Imbisshäuschen sind auch noch nicht befestigt, aber stehen schon an ihrem Platz, wo sie mal hin sollen. Die zwei Stück sind abnehmbar später, wie gesagt, hier wegen der Trennung von der Anlage. Hier könnt ihr jetzt mal deutlich sehen, meine Abgänge beide. Einmal, zweimal und die Zuganzeigen sind jetzt natürlich noch nie angeschlossen. Apropos noch nie angeschlossen. Der Bahnhof ist auch noch kein Licht angeschlossen und da fehlt auch noch die Zuganzeige. Die soll direkt mit nach innen verlegt werden. Deswegen ist er noch nicht befestigt. Genauso natürlich dann auch die Verlängerung noch nicht befestigt ist. Ja, und hier ist alles fertig bis zum Ende hinter die Spitze. Die nächsten Arbeiten, die jetzt kommen werden, werden erstmal die Gepäckwagen hier sein und die Fahrzeuge. Und als nächstes geht es dann zu diesen Laternen. Einmal doppelt und einmal einfach. Die einfachen kommen hier vorne an die Ecken Richtung Glasdach. Und die doppelten kommen jeweils neben ein Glasdach. Und damit dürfte der Bahnsteig dann sehr gut beleuchtet sein. Aber dazu dann im nächsten Video. Und bis dahin, macht es gut!